ein mega Fan von Kaffee. Deshalb probiere ich heute mal das vietnamesische Rezept mit dem Kaffee mit Ei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Da macht man auf jeden Fall Eigelb rein. Und es ist daraus entstanden, dass die früher keine Milch hatten zeitweise und dort haben die Ei genommen als Alternative, also aus der Not eine Tugend gemacht. Und ich teste das heute mal, ob das eine Alternative ist, um einfach mal die Art des Kaffees ein bisschen zu ändern, die Kaffeetrinkart. So. Oh, shit. Okay, es gibt nur ein Eigelb. Shit. Ja. Das ist bitte. Vorführeffekt. Okay. Dann gibt es das Ganze nur mit einem. Also eigentlich nimmt der wohl zwei. Und dann, ich hoffe, das geht jetzt mit dem Thermomix, weil da ist natürlich jetzt da nicht so viel drin. Und dann ein bisschen Kondensmilch rein. So. Das war jetzt für das natürlich die gesüßte Kondensmilch. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu strecken, mache ich noch ein bisschen, weil sonst habe ich zu wenig Masse, schiete ich noch ein bisschen. Und mache noch den Rest von meinem Sahnezeug rein. Damit der Thermomix überhaupt rühren kann, weil sonst ist es definitiv zu wenig. Aber gut. Das ist ja immer so, wenn man das erste Mal probiert, ne? So, und dann einfach ein bisschen verquillen lassen. So, in der Zeit schon mal den Kaffee aufgießen. Ich kann mal ein bisschen höher stellen. Ein bisschen chilliger. Wahrscheinlich wäre es auch super cool mit dem Schmetterling, aber das kann ich ja immer noch mal testen. Wie sieht das denn aus? Kommt das auf den Kaffee? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Also sieht auf jeden Fall nicht so aus wie in dem Beitrag, den ich gesehen habe. Sieht schon mal ganz anders aus. Moment. So, schauen wir mal. Mache ich mal den Rest auch noch mit rein. Yoleni, tranquila. Ya, espera, te enseño en un segundo, Yoleni. Te enseño en un segundo. Tranquila. So. So, bitte richtig Maus. Richtig. So. Dann kommt da alles rein. Und dann mache ich gleich den Geschmackstest. Mal umrühren. Also die Masse ist schon ganz gut. Habe ich jetzt schon mal probiert. Und?
Absolut trinkbar.